Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit City Skylines. Ups, der LKW ist weg. Hier sind wir in unserem Ölfördergebiet. Ich brauche sowieso noch mal ein bisschen, deswegen machen wir das direkt mal. Oh, das sind die falschen Straßen, aber ist egal. Der Bus im Ding ins Gelände. So. Bam. So, wir wollen die Ölindustrie schön ankurbeln. Und dann, ich überlege, ob ich irgendwann mal... Die Straße ist doch noch gerade, ne? Müssen wir mal da zur Autobahn, damit die hier schneller durchkommen. So. Wie sieht es eigentlich hier aus? Da habe ich doch auch Dinge hingesetzt. Ja, wollen sie aber nicht mehr hinbauen, irgendwie. Ich könnte doch hier eine Straße reinsetzen, aber... So, wie sieht's mit Fröhlichkeit aus? Ja, da geht's so. Nicht allzu glücklich. Ein Reitstall. Parkpflege. Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Können hier noch einen Tennisclub hinsetzen? Hier. Alle spielen gerne Tennis. So. Okay. Warum geht die Fröhlichkeit runter? Die muss hochgehen. Ihr seid glücklich. Jeder ist hier bei mir glücklich. Oh Mann, das Industriegebiet. Das geht auch schon ein bisschen besser. Aber da fehlen sowieso Arbeitskräfte. Wie die Wiese aus. Ich meine, was machen die denn hier? Kippen die alles einfach an Eimern auf die Wiesen, weil sie wissen, dass ich Bürgermeister bin? Die wissen, was ich liebe. Das Müll dringt direkt am Wasser. Ich meine, das machen die tatsächlich, ne? Also, in Amerika, irgendwie so riesen Mülldeponien am Meer. Narzissenhöhen. Da fließt... Was macht das überhaupt, wenn das da alles verschmutzt wird? Gar nichts, ne? Also, ich meine, im Großen und Ganzen ist halt ein bisschen verschmutzt. Ja, hier haben wir halt zwei Zugänge. Ist das zwar das... Guck mal, da fließt das dann hier rum. Was toll ist, dass das ein See, der unendlich viel Wasser speist und einen riesen Fluss entstehen lässt. Ist halt auch praktisch. So, ich wollte mal ein Krankenhaus bauen. Wir haben zu wenig Geld dafür. Wir brauchen 65.000. Oh, wir haben gleich wieder ein Level. Und dann müsste das eigentlich... Die Leute lieben mich und ziehen jetzt hier wieder überall ein. Deswegen sollten wir, wenn wir Glück haben, gleich... ein Level bekommen. Oh nein. Ah. Wollten noch jetzt hier rumfahren. Ach, können wir jetzt. Sehr gut. So, fahren wir mal durch... Mein Gott, Walterstadt. Komm, bieg da ab, nicht? Ich liebe so Straßen, ne? Es ist so cool. Müllabfuhr, Müllabfuhr. Kennt ihr? Der Müllabfuhr-Song. Wir von der Müllabfuhr. Oh, guck mal, da sind die ganzen Kiddies. Highschool. Machen die da? Protestieren? Tyler Green, Jugendlicher, Gebildeter. Gebildeter Jugendlicher. Die Universität ist immer noch nicht möglich. Wir warten nochmal auf das Krankenhaus. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir halt hier gar nicht. Friedhofsauslastung 0%. Ton- und Rettungshubschrauber wussten das normale. Die Arztpraxis. Ist nicht überfüllt. Durchschnittsgesundheit 65%. Müssten wir sogar mal ein neues bauen, aber wir haben ja das Krankenhaus gleich. Und wir könnten mal die Arztpraxisausgaben erhöhen. Eigentlich. Ein bisschen. Zwei hier. 5%. Damit ihr ein bisschen mehr Reichweite habt. 10.000. Wir wollen aber über 65 Dingens. Boah, der Kreisverkehr, ist der nicht schön? Er ist so wunderbar. Ah, große Kleinstadt, geht doch. Eisenbahn von 7000. Große Kleinstadt Imperium. 2x2 Kilometer, ein neues Gebiet. Steuerrichtlinien. Einzigartige Gebäude, Stufe 5. Zeppelin, U-Bahn. Oh yeah, IT-Cluster. Freiheit, bla bla bla. Oh, da, endlich. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Bürogebiet... Sehr schön. Oh, das ist toll.
Dann machen wir das dicht besiedelte aber dann hier hin, ja? So, wir haben jetzt Kohle erstmal, jetzt machen wir erstmal ein Krankenhaus. Was ist das denn da? Sauna, ne? Das ist gut, aber erstmal das kleine Krankenhaus. Nee, Krankenhaus. Guck mal, wie viel das hier einnimmt, super, ne? Bam. Warum sieht die immer so schräg aus? Gibt's auch. So, guck mal, das ist auch direkt hier Zugang zur Hauptstraße. Braucht Wasser. Natürlich braucht es Wasser. Natürlich, wie immer. So. Dann machen wir mal hier das. Ich will eigentlich, das ist die Vorstadt. Ja. Ich will die eigentlich so lassen, weil jeder will doch gerne in der Vorstadt wohnen. Ich zum Beispiel. In Kuhkäfern. Ja. In Kuhkäfern. Da lebe ich gern. Oh ja. So. Aha, ich sehe schon mein Problem. Was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So. So. Geht so. Ist okay. Gibt Schlimmeres. Okay. Ich weiß, was ich gerade mache. Das macht die Stadt einzigartig, okay? Ist ja immer die beste Stadt der Welt. Ich klinge nicht unsicher an dem, was ich hier sage. So. Okay. Gut. Wir brauchen Belustigung hier. Dann bauen wir hier direkt mal was Schönes rein. Und zwar, ein Dingensgarten. Passt sogar hier hin. Bam. Der botanische Garten. Ich kann auch einfach hier das Upgrade, dicht besiedeltes. Aber das wollen wir nicht. Das ist der Vorort. Du kommst hier rein und fährst erstmal durch die Vororte. Aber eigentlich wäre das schon eine gute Idee, aber egal. So. Dann brauchen wir natürlich Büros. Bürogebäude finden, dann gibt es in der Stadt über eine Universität verfügen, damit genügend qualifizierte. Okay. Und das hier ist dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Genau. So. Jetzt müssen wir eigentlich auf eine Universität sparen. Wochendichte Bürogebiete, warte. Sollten hier noch eine Straße lang machen. So. Oh, das ist jetzt blöd. Guck mal, wie das hier alles ist. Die Leute haben schon darauf gewartet. So, jetzt brauchen wir eigentlich noch eine Universität. Die kostet nur 75.000. Wir könnten dafür aber ein Darlehen aufnehmen. Und zwar ein Darlehen von... Darlehen... 20.000 würde nicht reichen. 60.000. Boom! So, und jetzt bauen wir direkt die Universität. Ich Trottel, hab sie doch schon gebaut. Habe ich die nicht schon gebaut, die Universität? Das war das Krankenhaus. Wir haben noch keine Universität. Wir haben noch gar keine Universität, Alter. Du Idiot.
So. Hier passt sie hin, guck mal. Lieber hier hin. Ne, hier passt sie hin. Schon wieder so ein bescheuertes Gebäude. Den ein und denselben Architekten habe ich bezahlt. So. So. So, pass auf. Hier kommen Büroräume hin. Okay. Gucken wir mal, was passiert. Jetzt haben wir alles hingesetzt. Ach, guck mal hier, schöne große, so schöne Wohnbunker. Sehr gut. Der Botanische Garten macht es ja bestimmt super in diesem hochbesiedelten Gebiet. Okay, jetzt brauchen wir noch Wasser. Strom ist bestimmt bald auch wieder ein Problem, aber wir haben jetzt Ölkraftwerke. Wir müssen die Buslinien erweitern, das darf ich nicht vergessen. Und zwar kann ich das... Aha. Guck mal, so. Wunderschön. Oh. Guck, alles in Ordnung. Mist, was ist jetzt los? So. Okay. Naja, es geht besser, ja? Aber ich will ja sowieso auf U-Bahn umsteigen, damit wir sowieso... Was ja geht, aber ich würde auch gerne hier aus eigentlich eine Straßenbahn machen, ne? Ich würde schon gerne ich will eine Straßenbahn haben. Aber... Die Straße ist leider hier nicht sehr effektiv. Dann müsste ich die hier lang legen. Hier raus noch eine große Straße machen. Oder hier raus, bevor es zu spät ist. Wäre das eigentlich eine gute Idee, wenn wir hieraus eine große Straße machen? Das wäre eigentlich schon ziemlich gut. Aus dieser hier. Der hier. Ich meine, es sieht gut aus. Wir haben noch kein Verkehrsproblem. Ich hatte schon beim ersten Spiel, haben sich die Autos bis hier hinten hingestapelt. So. Was ist denn das denn hier für Bio-Supermarkt? Ach so. Oh Gott, was ist das denn für ein Gebäude? Guckt mal. Das ist doch kein Supermarkt, das ist ein Wohngebäude. Die Leute hier vormunkeln, dass es Gewerbegebiet sein könnte. Aber dann tatsächlich da drin auch wohnen. Oh, guck mal hier. Endlich mal große Gebäude. Das ist ein Krankenwagen. Mist. Jetzt ist natürlich ins Krankenhaus. So, wir brauchen eine große Feuerwache. Oh, guck mal, hier ein Feuerwehrturm. Die Feuerwehr wird von Feuerwehrmännern bemannt, die von den Waldbränden frühzeitig erkennen. Ein Waldbrand kann sich in der Stadt ausweiten. Okay. Waldbrandgefahr, Dingens Turm. Feuerwatch. Sehr schön. Jetzt haben wir Feuerdingenstürme. Brauchen wir dafür nicht so einen Löschhubschrauber? Guck mal, wie hoch der ist. Übel, ne? Oh, Mann. So, jetzt haben wir 30.000. Jetzt muss ich eigentlich mich ein bisschen darauf konzentrieren, das Darlehen zurückzubezahlen. Guck mal, wir haben keine Needs. Es ist komplett weg. Das ist gar nichts. Wir haben gleich schon das nächste Level. Ich würde gerne mal... Sehr gut. Cool, wie er hier durch die Stadt fährt, ne? Oh. Ja,
Ja, viel Spaß. Ach, guck mal, da. Guck mal, fliegen die? Guck mal. Bis hier. Bis sie da oben sind. Das ist halt das Problem, ne? Stellt euch vor, ihr kriegt einen Herzinfarkt. Hier oben. Hier gibt es keinen Fahrstuhl in dem Haus. Natürlich wahrscheinlich, aber. Da, das ist schon eine ziemliche Arschkarte. Bis sie dich unten haben, bist du eine Stunde tot. Toll, es regnet schon wieder. Das ist immer das Gleiche. Was macht denn meine. Meine Industrie? Wir brauchen nichts, wir müssen einfach warten. Guck, hier gibt es einfach nicht genug Leute gerade. Dabei. Kein Müllproblem, kein Wasserproblem, kein Stromproblem. Kein Müllproblem. Ja, kein sauberes Wasserproblem. Ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das hier wird und ist schon ziemlich übel. Oh Mann. Wenn man sich überlegt, es gibt ja wirklich so Flüsse, gerade in China oder Indien und so. Gerade China, die bestehen nur aus Seuche. Da ist alles drin. Müll, Siffe, die sind grün, orange. Das ist richtig übel. Wenn du da reinspringst, bist du tot. So giftig sind die Dinger. Ja? Ich meine, bei uns gab es damals auch Jauchebäche. Ja? Also da war auch alles drin. Scheiße besonders. Ja? Das war kein Bach, das war einfach ein Haufen Scheiße. Da war alles drin. Alles. Jeder Abfall, jedes was weiß ich nicht was, ne? Das war schon. Ist mein Opa ist reingefallen, hat man da erzählt als Kind. Haben so eine Mutprobe über Jauchebach klettern, über so einen Stamm, ist reingefallen. Aber will gar nicht meinen, was alles sich verbessert hat, ne? Ich weiß auch, es gibt ja Kanäle, die fühlen alle in die Flüsse für Regenwasser und so hier bei mir. Und das halt vorher auch immer. Ziemlich viel Dreck in den Bach geflossen. Da kam immer ziemlich viel so Spüli-Wasser raus, so versifftes Wasser, einfach gebrauchtes Wasser zersetzt mit allen möglichen Spüli-Sachen. Und das lag ja auch daran, dass das Autowaschen in der Auffahrt ja nicht verboten war. Das ist ja nicht mehr erlaubt. Und das ist ja gar nicht so lange schon verboten, in ein paar Jahre jetzt oder so, glaube ich, ne? Wenn ich mich irre. Und Autowaschen in der Auffahrt habe ich sogar, ne, das ist in Deutschland verboten, muss man sich vorstellen. Du waschst ein Auto mit tonnenweise, was das echt für Chemikalien, sprühst das in deine Auffahrt ab und das geht alles in die Kanäle und das geht alles in die Bäche. Das ist ja auch nicht mehr der Fall, ne? Auch nicht mehr. Und trotzdem haben wir jetzt die schlimmsten nitratverseuchten Gewässer in Deutschland, in Europa. Weil wir wurden ja schon verklagt von den EU irgendwas, ja, deswegen, das ist auch traurig. Gerade wir sollten mehr Schutz auf unsere Gewässer legen. Sage ich und gucke mir das hier an. Ja? Aber das ist ein Anti-Verschmutzungsspiel. Ja? Wie ein Antikriegsfilm, der nur um Krieg geht. Zeige ich euch, wie schrecklich das ist. Ja? Schrecklich! Umweltverschmutzung! Erstmal noch ein paar Mülldinger bauen. Ja? Darum geht's. Umweltverschmutzung ist überhaupt nicht schön. So, okay. Was ist denn überhaupt da los? Das blinkt denn immer. Was ist los? Braucht ihr nicht genügend gebildete Arbeit? Also pass auf. Wir haben aber eigentlich kein Problem. Es ist nichts irgendwie ungebildeten. Wir haben 49% ungebildete Menschen, aber hier sind auch irgendwie nicht. Gibt es hier keine Schulpflicht? Guck mal, viele Leute da nicht zur Schule. Wow. Ich brauche hier mal eine Grundschule. Das wäre schon gar nicht mal so schlecht. Bäm. Grundschule. Oh, guck mal hier. Ist auch ein Problem. Brauchen wir noch eine Hochschule. Oberschule. Ne, wir brauchen. Was ist ein Unterschied zu. Ach, eine Alternative zur Grundschule. Ja, ist wahrscheinlich die Waldorfschule. Jetzt meint eure. Euren Namen mit Worten. Mit Tanzen meine ich. Tanzt euren Namen. Tanzt euren Namen. Für die, die nicht autoritär erzogen werden. Nein, der kleine Gustav, der muss selbst wissen, wo seine Grenzen sind. Ich bin ein großer Feind von so Erziehungsmöglichkeiten. Falls jemand, ein Eltern,
ein Elternteil ist, der sein Kind so erzieht, das ist sehr gefährlich. Ich will niemandem Vorschriften machen, aber diese Volltoleranz ist schon echt übel. Oh. Es werden alles verzogene Gören. So. Oberschule. Okay, Oberschule. Oberschule. Die Oberschule bildet Kinder in einem großen Anzugsbereich. Oh, sollte ja jetzt gehen, oder? Oberschule. Universität haben wir auch hier. Guck mal, da hinten ist aber auch... Warum... Vielleicht machen wir noch eine... Nee, guck, freie Schule geht. Ich nehme alles zurück. Die scheinen wenigstens zu funktionieren hier, die freien Schulen. So. Okay. So ist gut. Hauptsache genug Bildung. Das ist ja auch so ein Problem in Deutschland. Das Bildungssystem ist die Hölle. Genug philosophiert. Ich habe noch nie über sowas gesprochen. City Skylines lässt es aus mir herausbrechen. So, ich würde gerne eine Straßenbahn bauen. Und zwar hier rum. So. Ja? Das wäre eigentlich cool. Pass auf, dann machen wir mal... ich muss eigentlich aufhören. Wir sind schon wieder am Limit. Ach, das machen wir ein andermal. Aber ich müsste trotzdem eigentlich mal hier die Straße upgraden. Die hier. Zu dieser hier. Ja. Weil das ja eben unser Ding ist. Das hier müsste ich eigentlich ändern. Ich müsste eigentlich einen anderen... Ich muss den Kreisverkehr eigentlich weiter nach da setzen. Damit ich hier mehr Spielraum habe. Das können wir eigentlich auch machen. Ich meine, so ein großes Problem ist das eigentlich nicht. Das können wir in der nächsten Folge machen. Ja, Leute, das war's von mir von City Skylines. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.